Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe. Ja, und wir haben wieder mal ein ganz spannendes Orakel, wieder ein paar interessante Aussagen, die mich auch ein bisschen in dem bestätigen, was so die Wahrnehmung auch aus der letzten Woche war. Nämlich, dass, glaube ich, die geistige Welt gerade ganz schön anzieht, dass sie ganz schön anfangen, jetzt auch nochmal Themen zu streuen, Themen nach oben zu bringen, an die Oberfläche, an unser Bewusstsein, die viele von uns nochmal deutlich weiter katapultieren sollen auf ihrem spirituellen Weg. Viele, die vielleicht noch nicht so völlig erwacht sind, noch nicht so völlig im klaren Bewusstsein sind, was hier eigentlich los ist und wo die Reise auch hingeht für jeden als Seele, nochmal sehr stark antriggern, anstoßen und nochmal wirklich drastische Maßnahmen ergreifen, damit die Leute aufwachen, damit die Leute ihre Schritte gehen, also in ihre Lebensaufgabe, sagen wir mal, in ihre Lebensbestimmung, was auch immer das beinhaltet, auch vielleicht auf dem Weg der Beziehungen. In diesem Sinne passiert da gerade im Moment ganz viel, ist mein Gefühl, so seit einigen Tagen, also im Laufe der letzten Woche, so angetriggert worden bei vielen, von denen ich das so mitbekommen habe. Insofern glaube ich, kriegen wir da im Moment relativ viel Schub auch in eine bestimmte Richtung. Ja, bevor wir hier auf das Wochenorakel schauen, natürlich wie immer entscheidet bitte, was ist die individuelle Wochenbotschaft, Engelbotschaft für dich. Hier links liegt der weiße Bergkristall, hier in der Mitte der lemurische Kristall und rechts, den kann man jetzt nicht so gut sehen, weil der A viel kleiner ist und halt auch sehr grau, das ist der Rauchquarz. Ich habe mal für diese Quarzspitzen entschieden diesmal, weil die auch eine sehr, sehr starke Energie haben und kann die gerade bis hierhin spüren, ihr wahrscheinlich auch. Ja, also wählt aus, was ist die richtige Engelbotschaft für euch, links, Mitte, rechts oder je nach Kristall oder Farbe der Karten. Wenn ihr da mehr Zeit braucht, haltet das Video einfach an. Dann könnt ihr in Ruhe reinspüren und schauen, was ihr spontan aus dem Bauch raus entscheiden wollt. Ja, ich fange dann mit der Botschaft an. Die erste Karte, die hier kommt, zeigt, ja, es gibt Warnsignale im Moment, es erreichen euch im Moment Hinweise, drastische Hinweise, vielleicht sogar beim einen oder anderen, müsste jetzt nicht bei allen sein, aber halt Warnsignale, dass noch etwas der Heilung bedarf. Ja, die Zeichen warnen dich, dass da noch Themen Heilung brauchen. Das kann tatsächlich so eine Art Alarmsignal sein, was sich zeigt, oder Dinge, die einfach Fahrt aufnehmen, drastische Entscheidungen nach sich ziehen, wie auch immer. Und es hat zu tun mit dem Thema Loslassen mal wieder, mit dem Thema den Partner loslassen, den Ex-Partner loslassen, das, was einem vielleicht nicht mehr gut tut. Ja, die Zeit ist gekommen, dass du deine Energie klärst und das loslässt, was dir nicht gut tut, was dich einengt, was dich nicht beflügelt oder nicht mehr beflügelt. Und stattdessen die Hände eben auszustrecken in Richtung dessen, was du dir wünschst, ja, statt rumzusitzen wie diese Frau hier und nachzudenken und etwas zerknirscht zu gucken, wirklich hinzugehen und die Hände auszustrecken und auch quasi eine Treppe ins Licht zu bauen, zu dem, was du möchtest. Also jetzt wirklich auch zu gucken, ist mein Gefühl, was sind die nächsten Schritte, was sind die nächsten Steps dahin, wo du hin möchtest. Ja, die Frau sitzt hier so ein bisschen nachdenklich, ja, bisschen passiv, so auch ein bisschen entmutigt, so als wenn sie keine Lust mehr hätte, weiterzugehen. Aber es geht darum, wirklich jetzt Wege zu finden, wie du das, was du dir wünschst, auch erreichen kannst. Eben eine Liebe, die wirklich, schaut euch mal die Freude hier in den Gesichtern dieser beiden an, die hier umeinander tanzen, ja, die wirklich freudvoll ist, die wirklich Lebenskraft hat, die dich pusht, die dich nach vorne bringt, die dir Frohsinn bringt, dein Herz lachen lässt und feiern lässt und ja, sich zu trauen. Also das passt eigentlich gut mit der Karte. Die sitzt so zwischen das eine noch nicht richtig beendet, das andere noch nicht richtig begonnen. Es gilt da jetzt eine Entscheidung zu treffen und wirklich den Weg auch zu gehen. Auch wenn da noch Herausforderungen sein mögen. Ja, auch wenn da Dinge schwierig sind, schwer zu lösen. Ja, vielleicht ist es schwer, diese Brücke zu bauen, diese einzelnen Stufen zusammenzusetzen, dass dieser Weg klarer und deutlicher wird. Aber die Herausforderungen sind da, aber die lassen uns alle wachsen. Und es ist eben Teil des Seelenaufstiegs, auch wenn das nicht immer angenehm ist, wenn das nicht immer nur schöne Dinge sind, sondern auch schwierige Dinge, Dinge, die uns schwer fallen, die einfach eine Herausforderung sind, weil sie auch unser Denken transformieren, weil sie auch erfordern, dass wir die Dinge anders betrachten oder anders angehen mit anderen Strategien. Ja? Aber es ist Teil des Seelenaufstiegs, was hier passiert. Ja, wir reden ja eben von Seelenverbindungen hier sehr viel.
Und es geht um den Seelenaufstieg und der hat eben seine Herausforderungen, die eben ja krass, drastische Maßnahmen jetzt vielleicht erfordern, ja, vielleicht auch von demjenigen selbst, aber vielleicht werden viele eben, das ist glaube ich der Knackpunkt, den die Engel oder auch die geistige Welt im Moment sieht, ist eben, dass es eine Menge Menschen gibt, die erstmal ja, sitzen, die Menschen, die etwas vielleicht im Moment passiv sitzen bleiben, vielleicht auch eine Pause brauchen und sagen, boah, ich muss erstmal ein bisschen durchschnaufen und erstmal nochmal meinen Kompass neu ausrichten und schauen, wo geht's jetzt hin, was ist jetzt der nächste Schritt und ein paar Dinge einfach verarbeiten müssen auch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt keine Kritik daran sicherlich. Aber es geht darum, nicht sitzen zu bleiben. Das ist das. Nicht passiv zu bleiben, nicht zu resignieren. Ja, also hier, wenn sie jetzt nicht weitergeht, dann haben wir eine gewisse Resignation. Sondern wirklich auch zu zeigen, wenn du doch dahin willst, dann musst du dich bewegen. Dann musst du eben ein paar Schritte nach oben gehen. Und auch das kann eine Herausforderung sein, ja, einfach die Schritte zu gehen. Also das ist die Kernbotschaft diese Woche. Schauen mal, was der Bergkristall sagt, für diejenigen, die den Bergkristall gewählt haben. Und die Engel sagen, übernimm die Führung. Ja, hier sehen wir wieder eine Hand, die nach etwas sich ausstreckt, nach dem Licht, nach auch der Hitze, dem Feuer, was natürlich auch ein Symbol der Leidenschaft ist. Also übernimm die Führung, trau dich vorauszugehen, trau dich vielleicht auch in deinem Bereich, da wo du lebst, eine der Ersten zu sein, diesen Weg zu gehen. Ja, auch so diese Angst, da aus dem Rahmen zu fallen, anders zu sein als andere oder nicht mehr akzeptiert oder gewünscht oder wie auch immer. Also scheu dich nicht davor, einfach jetzt die Führung über dein Leben auch zu übernehmen, über das, was dir wichtig ist und was Leidenschaft in dein Leben bringt. Und erlaube dir auch, dazu zu stehen, dass es eigentlich in deinem Leben um Liebe geht, um nichts anderes und dass die Liebe das Wichtigste ist und dass die Liebe auch immer da ist und auch nicht festgehalten, festgebunden werden kann, sondern einfach nur freiwillig gegeben werden kann. Also hier einfach Liebe fließen zu lassen und die Führung hier zu übernehmen, diejenigen, die man liebt, das können ja auch eigene Kinder sein oder andere Menschen im Leben, das einfach zukommen zu lassen, ja, und sich zu trauen, auch den eigenen Kindern vorzuleben, wie es ist, ein leidenschaftliches Leben zu führen, wo die Dinge, die man sich wünscht, da sind und man nicht im Mangel ist, auch was die Liebe betrifft. Ja, auch ein wichtiges Thema. Lemurischer Quarz. Auch hier haben wir das Thema Führung. Hier geht es aber mehr um die geistige Führung. Hier geht es ein bisschen mehr darum, dass du dich mehr auf deine Geistführer verlassen solltest, auf deine Intuition, auf die Engel, die dir helfen, dich in die Freiheit zu führen, also dich aus vielleicht einer Situation zu befreien oder dir zu helfen, dass du dich befreist, die dich eingeengt hat, die dir nicht mehr entspricht, die dir nicht gut tut. Ja, und das, worum es geht, woraus du dich befreien sollst, sind Muster, sind Verhaltensmuster oder alte Muster, eben diese 3D-Muster, die dir nicht mehr gut tun, die nicht mehr stimmig sind, die transformiert werden sollen ja von uns allen. Ja, also das ist das Thema. Also hier geht es mehr darum, achte auf deine Führung, die dir zuteil wird, auch von den Engeln, die dir hilft, den Weg in die Freiheit zu finden. Der Rauchquarz. Hier haben wir tatsächlich, glaube ich, genau die Position dieser Frau hier in der Mitte, also die Trennung aus dem Alten, jetzt wirklich die Trennung aus dem Alten zu vollziehen, wirklich zu sagen, was gehört nicht mehr in mein Leben, was ist das Alte, was jetzt quasi raus muss aus meinem Leben, was nicht mehr passt. Und hier nochmal der Hinweis der Engel, dass hier wahrscheinlich auch eine karmische Begebenheit nochmal eine Rolle spielen kann. Also es wird leichter, diese Trennung zu vollziehen, das Alte hinter sich zu lassen, wenn man wirklich der Person vergibt, was sie einem in diesem und vielleicht auch in früheren Leben angetan hat, um diese karmische Beziehung zu beenden oder wirklich abzuschließen und auch diese ganzen Energien, die das so schwer und leidvoll machen, hinter sich zu lassen. Und was bereits zu sehen ist, und das passt halt hier zu dem Blick nach vorne, ist die neue Liebe. Also da ist wahrscheinlich schon eine neue Liebe in Sicht. Ja, da ist eine neue Person, die deine romantischen Gefühle aufgewühlt hat. Und es ist halt wichtig, das Alte aufzulösen, damit das Neue auch beginnen kann. Sonst kann es nicht in Gang kommen. Und das ist hier der Hinweis, achte auf die Warnsignale. Es gibt noch etwas zu heilen. Ja, und das ist eben dann möglicherweise das karmische Thema im Hintergrund ganz, ganz wichtig, weil das karmische Band ist das, was viele Menschen noch in Beziehungen hält, die vielleicht eigentlich ausgedient haben, die eigentlich nicht mehr funktionieren, dysfunktional sind. Und das Neue ist eben das, was im Blick ist. Und deshalb kommt die Person auch nicht weiter. Auch das kann hier ein Grund sein, warum sie nicht weiterkommt, weil das karmische Band sie da festhält.
Okay. Ja, das sind die Informationen für diese Woche, für die kommende Woche. Ich wünsche euch von Herzen eine wunderbare Zeit, dass ihr die Herausforderung annehmt, dass ihr die Herausforderung meistert, dass ihr im Vertrauen mit euch selbst, eurer eigenen inneren Führung seid und eurer äußeren Führung, wo auch immer die für euch herkommt, vielleicht ja auch von den Engeln. Und wünsche euch, ja, dass ihr euren Weg geht und ja, den Weg ins Licht bestreiten könnt mit euren Lieben natürlich. In diesem Sinne schicke ich euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage bis bald.